Wir stehen hier in unserer Dépendance sozusagen, in unserer Zweitgalerie, die wir vor kurzem eröffnet haben mit der Ausstellung eben von Sheila Hicks. Und es ist für uns ein großes Abenteuer, kann man sagen. Und wir haben hier eine Künstlerpersönlichkeit kennengelernt, jetzt schon 86, die ein unheimliches Leben hinter sich hat als Künstlerin. Und das hat ja schon sozusagen in den 50er Jahren begonnen, mit, als sie beim Josef Albers in Yale studiert hat, der ihr dann auch sozusagen den Auftrag gegeben hat, sie soll in Chile unterrichten. Und dort hat das eigentlich alles begonnen mit dieser Beschäftigung mit den sozusagen mobilen, mit den weichen Materialien. Sie hat angefangen bei der sozusagen Urbevölkerung all diese Web-Färbtechniken zu studieren. Und das sind ja Techniken, die oft schon beinahe verloren gegangen sind. Und das hat natürlich eine Dimension plötzlich eröffnet, die wir jetzt hier sozusagen auch nachvollziehen und erleben können. Es gibt eine Geometrie und die Geometrie, das ist für sie sehr wichtig. Und ich glaube, dass abstrakte Kunst für sie schon ein entscheidender Einfluss war auch. Und dass sie natürlich so Künstler wie auch Roscoe oder Barnett Newman, dass das alles Figuren sind, die man alle in irgendeiner Weise auch assoziieren könnte. Da gibt es ja Riesentraditionen in der amerikanischen Kunst. Sie hat gesagt, ich habe das alles studiert, aber ich habe es dann irgendwie anders gemacht. Und das ist natürlich sozusagen der Freiheitsgedanke, den du als Künstler, als zeitgenössischer Künstler haben kannst. Ja. Ich glaube, dass man ja immer den Wunsch hat, ihre Teppiche anzugreifen. Und sie nimmt darauf auch in den Interviews oft Bezug und sagt, man kann die Leute gar nicht davon abhalten. Und ich glaube, das ist so dieser direkte Bezug, die du als Betrachter mit dem Werk, mit dem Kunstwerk hast und eigentlich natürlich im Letzten dann auch mit ihr sozusagen. Und ich finde diese Körperlichkeit, das ist ihr sehr bewusst als ein wichtiges Moment auch innerhalb unserer Wahrnehmung, kann man sagen. Ja, ich finde, da sind einfach so viele Spuren, die sie setzt und die auch gar nicht, wo es gar nicht darum geht, dass es jetzt die absolute Logik besitzt, sondern das ist ein Anstoßen von Denkprozessen und Assoziationen in uns selber. Ich sehe das natürlich hier. Ich sehe die Tradition von Albers gewissermaßen, aber ich sehe genauso dieser freie Umgang. Ja? Und ich finde diese Transformation sozusagen in diese weichen Materialien zu gehen und auch alle Momente, die auch in der Malerei sozusagen mit Leinwand wichtig sind, das Licht, dann der Raum und so weiter, wie sie das hier umsetzt. Ja, das ist sehr singulär. Also ich kenne keine andere Künstlerin, die das so entwickelt hat, so in dieser Stärke und auch in dieser Tiefe.